The Olde Molen, zu Deutsch die alte Mühle. Die alte holländische Windmühle, die sich oberhalb des The Mill Restaurants befindet, war ursprünglich eine funktionsfähige Mühle. 1815 im niederländischen Groningen erbaut, diente sie zur Entwässerung der Polder, bis ein Sturm sie 1897 beschädigte. Als Turmwindmühle wieder aufgebaut, machten sie Sturm und Feuer 1929 ein zweites Mal betriebsunfähig. Dieses Mal wurde sie nicht wieder restauriert, bis der Mühlenkonstrukteur Medendorp sie 1960 ab und auf Aruba wieder aufbaute. Hier wurde sie auf einen zweistöckigen Betonbau aufgesetzt. 1962 öffnete The Olde Molen als Restaurant. Seitdem beherbergte das Gebäude verschiedene Restaurants und Nachtclubs.